möchte ich eine Geschichte erzählen. Das Ding ist nämlich, wir sagen immer, oh, die bösen Soldaten und die ziehen in den Krieg und die schießen alles kaputt, das sind doch alles Kranke und so weiter. Habe ich mich mal reinversetzt in so einen Soldaten, weil ich glaube nämlich nicht, dass diese ganzen Menschen schlechte Menschen sind. Deswegen erzähle ich euch die Geschichte von einem Soldaten, der denkt, er geht für das Gute in den Krieg, aber im Krieg merkt, man kann gar nicht für das Gute Krieg führen. Ich bin dieser Soldat. Das ist meine Freundin, die zu Hause auf mich wartet, während ich in den Krieg gezogen bin. Das Ganze geht so. Oh. Aha. I start this when you come home. I did good. I'll never try again. When ich zieh in den Krieg. Es geht so. Oh. Mit einem lachenden und weinenden Auge bin ich alleine nach draußen. Sie blieb alleine zu Hause. Ich musste fort, weil es heißt ja, sie brauchen mich für den Einsatz da draußen. Ich steige ein, der Motor schreit und ich tauche durch die Wolkendecke. Gedanken in meinem Kopf marschieren, pocht in mir. Doch ich bin voll motiviert, Kopf rasiert, Stopp im Nirgendwo. Mitten im Nichts, der Angst, Schweiß und der Stolz sitzen mir im Gesicht. Denn ich verteidige die Freiheit für die heimatliche Kleinstadt, wo meine kleine Beingesichter eines Tages doch rein kann. Nein, nicht einfach für sie und auch sicher nicht für mich. Doch ich weiß, ich kämpf da draußen für das Richtige an sich. Denn man wisse ja, wie es ist, sie lieben uns tot. Demokratie ist dem Wohl so etwas wie ein Dämon. Erfolg, Hoffnung und Frieden, das sind mein Ziel und mein Lohn. Baby, bitte versteh mich, ich bin jetzt auf Friedensmission. Oh. When you come home, I start this. When you come home, I did good. Da fällt mir auf, Krieg ist doch nicht das Geilste. Ich schreibe einen Brief. Pass auf, das ging so. Oh. Nach wenigen Wochen vergeht mir die Hoffnung. Ich sehe mit geschlossenen Augen seitdem immer die gleichen Bilder von Tränen vergossen, Elend in Gossen, Venen, die Tropfen, Lebewesen beschossen, von schweren Geschossen red ich offen. Nenn mich die anderen ein Mädel, weil die Harten mit Schäden vor ihren Kameras herumstehen. Meine Kameraden, mich ekelt, krieg Abscheu vor mir selbst. Lassen arme kleine Kinder für ne Wasserflasche retten. Nicht dafür hab ich mich gemeldet, ja ich dachte, ich bekämpfe die uns hassen in der Fremde. Aber was ich hier erkenne, das ist so entsetzlich, so verschreckend. Die einen jubeln wie bei dem Computerspiel, während sie Blut vergießen, Drohnen lecken. Keine Achtung vor dem Mensch, Foltercamps und Gepostercamps. Methoden, die man nur aus Hostel kennt. Der Horror lässt mich nachts nicht mehr schlafen. Ich glaube, ich werde depressiv. Ich komm bald heim, Baby, das verspreche ich dir. When you come home, I start this. When you come home, I did good. I never tried. Es vergehen wieder ein paar Wochen. Und ich geh zu meinem Vorgesetzten und sag ihm, ich will hier raus. Das Gespräch war so. Ich halt's nicht aus, verliere den Verstand. War so naiv, aber langsam hab ich das Spiel hier erkannt. Was hier geschieht, ist so krank. Wir bringen Krankheit und Tod durch unsere fast alles durchbohrende Uran-Munition. Kinder werden ohne Arme geboren. Radioaktivität, tausende Male zu hoch. Und dazu holen wir uns Blackwater Armor ins Boot. Krieg als Geschäftsmodell, die Ware der Tod. Ich frag mich, was ist hier los? Tja, ich kam und wollte das Böse bekämpfen, nicht wegen höheren Interessen. Mein Leben für Ölfelder setzen, größte Geschäfte. Denn wir nehmen nicht nur die Drogen hier in Kauf, sondern fördern den großflächigen Opiumanbau. Dieses Land bringt heute 90% der Droge global in Umlauf. Im Geheimen flogen wir sie rauf, frischen schwarze Konten für Operationen damit auf. Das blickt auf, verdammt Sir, ich will sofort nur hier raus. Ich werd mich in die nächste Maschine heimwärts setzen, werd die Beweise schnellstens an die freie Presse geben und den Schein beenden, Schweigen brechen, ja. Die Wahrheit kommt ans Licht, warte nicht, nein, was sollen sie mit der Waffe, bitte nicht! Dankeschön.